Jo Leute, willkommen. Ich habe gerade ein paar Arti gemacht. Ja, eigentlich 25, ja, und ich habe es halt nicht recorded. Eigentlich dumm, ja. ja, wie man sieht, lief gar nicht so übel. G1 am Anfang lief es irgendwie ziemlich scheiße, aber eigentlich wollte ich hier. Ich würde den ein oder anderen mal zuschauen. Das haben sich so die ein oder anderen halt irgendwie gewünscht. Es ist halt relativ schwer, das halt zu machen, ja, weil ich halt nicht irgendeinem Typen zuschauen will. Oh. Okay, der halt die normale Meta-Scheiße spielt, die einfach nur langweilig ist, ja. Und ich will auch nicht irgendeinen Fighter 3 Typen zuschauen, ja. So, aber. Wer ist denn er, ha? Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus: Oliver Speedlead, Yonghong First. Strip die Qiyana. Oliver resettet die Qiyana. Bio-Block von Oliver. Das Ding ist halt, wenn er jetzt noch mehr Damage macht, cuttet halt der Abellio, ne? Und das ist eigentlich schlecht gewesen, dass er das gerade gemacht hat. Und ja. War die Qiyana gerade resettet? Okay, keine Ahnung, aber. Er hat irgendwie gerade verkackt, indem er einfach mit nix weiter Damage gemacht hat, ja, so viel Damage halt, ja, will ich mir das wirklich anschauen hier? Ich dachte eigentlich, vielleicht spectate mal wieder hier Scribble. Oh. Obwohl ich echt nicht weiß, ich meine, Ace ist nicht mehr so schlecht und alles, ja, aber wie der G3 kommt, weiß ich auch nicht. Aber ja. Der Typ da, der Franzose, der ist auch cool, der cleaved eigentlich auch immer so halbwegs halt, wobei ich halt irgendwie so ein Marsha Cleave irgendwie nicht mehr als Cleave bezeichnen wird. So, Sekt mit Bann. Oh, das ist wieder zu schnell. Okay. Okay, was ist da? Was? Ach, weißt du was, Alter, ich glaube. Lass mich mal meine Five Wings irgendwie fertig machen, ha? Huh? Das glaube ich irgendwie besser, was da gerade abgeht. Ich mache meine Five Wings fertig und dann schauen wir mal. Das Ding ist nämlich, es ist eh schon so, eigentlich urspät, es ist gerade 2 Uhr in der Nacht. Es ist heute Mittwoch. Mein letzter, sag ich mal. Ja, letzter Urlaubstag so ungefähr. Ich war jetzt in den letzten 6 Wochen, 5 Wochen zu Hause. Ja. Donnerstag geht's wieder los. Überhaupt keinen Bock. Ja. G2-Typ, ha? Huh? Wenn ich verliere, bin ich direkt wieder C3 Police. Was mir egal ist. So, jetzt pickt halt. Ja, halt wieder so ein paar Fights halt verloren. Resist und Word und. Ja, das übliche halt einfach. Das ist echt bitter. Es ist wirklich, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich auf der rechten Seite wäre. Ja, wenn ich halt nicht so ein Team, wenn ich gegen so ein Team spielen würde. Keine Ahnung, ja. Aber oi, da diese Word-Kacke. Kein Spaß, ja, diese verdammte Word. Und schau, jetzt bannt der Jogan, ja. Wunsa und Valantis, sag ich mal, gleichen sich aus, ja. Er kann jetzt irgendwie nur wieder Glück haben, wenn ich kein Savannah Reduce oder so kriege, ne? Auch wenn er Jogan gebannt hat. Ja. Okay. Ja, es ist mir scheißegal, und wenn den Zahn rausgeploppt hat. Ja, ist mir scheißegal, ja? Das ist schon wieder so irgendwas einfach. Wie viel Glück haben diese Leute? Wie geht das schon wieder, dass die Nana resistet? Wie geht das, dass dieser scheiß Valantis da resistet? Wie geht das immer? Es ist so dumm, dieses behinderte Scheißglück, ja. Ich werde das nie. Gott, da soll ich nicht das scheiß Video von vorne anfangen hier? Ariel? Ist das sein Ernst, du dummer. Was kommt da jetzt bitte?
Shadow Savannah. Ich meine, oh, Alter, was? Selbst wenn es ein Word jetzt bitte revenged, Alter, was willst du? Word scrollen. Soll ich's machen? Ich mach's. Ist es scheißegal. Ja, nice resist aerial, ha? Huh? Ja, das beschissene. Jetzt cutten die Diana halt, ne? Der transformt und killt mein Poseidon wahrscheinlich. Okay, tut er nicht. Gut, ich reset mal Ariel. Haben wir gleich bekommen, ha? Ich reset mal Rakan. Er stand mein Oliver. Natürlich, weißt. Jetzt stand er mein Oliver. Okay, ich reset seine Diane. Was hat schon wieder widerstanden? Wie? Was war ja Brock. Was habe ich gescrollt? Word. Wir haben kein Damage, ne? Es ist halt ein bisschen. Es ist halt irgendwie. Word killert. Ja, ich probiere mein Glück, ha? Oh. Ja, was soll ich machen? Weiß ich nicht, ob man das überhaupt, wie man das. Oh, der Wireprop war nicht schlecht. Ja. Okay, er lebt zwar immer noch. Im Alter kennt. Ja. Das war eh klar. Aerial Proc. Ich lasse halt die Diana gerade sleepen. Ich weiß halt nicht. Wenn der Aerial ein Heal rauskriegt. Ja, unglaublich. Unglaublich. Ja, okay. Was? Ja, ganz ehrlich, ja, das ist schon wieder so. Ja. Also am liebsten würde ich das Video irgendwie, keine Ahnung, wieder aufhören, ja? Das war ja schon wieder alles. Ich meine, der hat ja auch schon wieder mehr geprockt, als was irgendwie gut war, ne? Ganz ehrlich, es ist einfach. Ich meine, ich finde sowieso, dass er misplayed hat. Er hätte, finde ich, Poseidon am Anfang killen sollen, ja, aber mir soll es ja recht sein. Oh. Das Ding ist bei Oliver halt ein bisschen, irgendwie manchmal auch scheiße, ja? Alles irgendwie Vor- und Nachteile. Wenn ich im First Pick manchmal. Manchmal habe ich halt irgendwie nicht dann genug Damage, so. So. Scroll mein Karnel. Weil wir wissen ja alle, dass der resisten wird, was Savannah angeht. Okay. Ja. Kein Kinky bekommen, kein Rector Reduce bekommen. Jesus. Das Ding ist halt, ich brauche Defense Break auf Kinky, um ihn mit Savannah zu killen. So, finish den Booster.
Gott, manchmal würde ich wirklich gerne irgendwie Oliver auf Attack spielen, Slot 6. Er macht mir manchmal einfach zu wenig Schaden. Reduce. Ah, Gott. Ah. Ja, ja. Ja, ich hätte einfach ein Dings gebraucht. Ich hätte einfach Deathbreaker auf Kinky gebraucht, um den zu killen. Es hat zu lange gedauert. 11 Punkte, kannst du dir vorstellen? 11 Punkte. Das ist schon wieder so behindert, ja, weil ich so viel gewonnen habe, ja, jetzt so hoch bin. Verliere, wenn ich gegen solche Noobs da verliere. Mir ist eh wurscht. Ah. Ich würde mir wirklich wünschen, irgendwie, dass sie endlich mal das ganze RNG und so rausnehmen, ja. Aber ich weiß, es ist. Da kannst du, weiß ich nicht, was hoffen, ja. Chloe. So eine beschissene Nemesis, Chloe, ne? Oh, verdammte Missgestalt, hä? Band sich einen meiner Stripper. Na, wer hätte es gedacht? Was aber dumm ist, ja? Weil Jogan Strip einfach keinen Schaden macht. Und wenn diese Chloe da irgendwie auf Nemesis ist, dann. Ne? Und wehe, du crittest 20 Mal, Drecks Jogan. Du hast keine Ahnung. 21 Crit Rate oder so. Lächerlich. Ja. Ach so, weil Magda wieder gecrittet haben, ne? Sein ganzes Team hat gerade Soul Protect. Ist das dein Ernst? Was ist das für ein Bullshit? Keine Ahnung, ich müsste jetzt irgendwie. Pushback! Kill! Na gut. Wäre nur noch lustiger gewesen, wenn Jogan gerade gecrittet hätte. Ja, kein Pushback landen und Ragdoll irgendwie in Torrent Range critten und Torrent Defense Ignore pressen, ja. Und schau, da kriege ich 7 Punkte. Verlieren tue ich 11 und kriegen tue ich 7. Ich meine, was ist das für eine. Das ist einfach nur dumm. Es ist alles. Letzter Wing übrigens. Es ist alles irgendwie in dem Spiel so veraltet und irgendwie nicht nachgedacht und vorn und hinten irgendwie nicht fair, ja. Es ist einfach. Wie mit einem ganzen Marsch aus, ha? Huh? Na hier. Oliver. Er ist halt so stat-hungry, weil er einfach auch viel Accuracy braucht, ja. Und ich will halt, dass er Damage macht. Scheiß Segment. Wasserstrike gebannt. Er braucht halt noch ein Speed Lead, wenn er da irgendwie was reißen will. No. Das ist auch so. Es gibt doch einfach so viele. Das ist das nächste, was mich irgendwie so extrem stört. Es gibt einfach so viele Units, die halt irgendwie so einfach nur beschissen sind, ja. Abellio, Heging und so, die können da dazu. Word halt natürlich, ja. So. Segment scrollen.
Natürlich muss er wieder resisten, weißt? Ist echt schlimm. Gut, wir killen den. Na, wir dismounten dich. Ha, keine Ahnung, ich habe einfach Bock drauf. Cuttet seiner Bellio jetzt, ja. Das passt eh. Weil mein Oliver dann nachher dran kommt. Der kann den Jogan nicht critten, geil. Nice Value Proc. Oh, ehrlich, jetzt musst du liefen. Wow, und ich hab nicht mal mehr Guardian gefinisht. Ja, das waren halt. Das waren irgendwelche Scheißrings. Ich meine, es ist dabei eh wurscht. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt irgendwie bemühen's. Irgendwie. Ich finde den Oracle Skin gar nicht. Ich weiß nicht. Vor allem, ich würde ihm mal Ciara geben und. Ich weiß nicht. Mir gefällt einfach das Farbliche nicht. Das kotzt mich so an. Ich mag dieses Gelb-Gold-Bräunliche irgendwie nicht. Aber hey. So, es spielt jetzt noch irgendeiner von euch. Was macht mich das Scribble, ha? Das Ding ist eh. Oh. Verlieren, das macht er gerade. Ich muss halt irgendwie, ich muss da durchmachen, aber ich kann das wohl nicht. Also wie gesagt, jetzt ist gerade 2:20 Uhr in der Nacht. Ich muss irgendwie schauen, dass ich heute durchmache und weiß ich nicht, bis 18 Uhr oder so in die Richtung und dann irgendwie erst pennen gehe. Weil ich stehe eh um, weiß ich nicht, um 2:45 Uhr oder 2:30 Uhr in der Nacht stehe ich dann wieder auf. So, also, was haben wir da jetzt? Buster Striker First. G3 King G2. Ich bug's ihm. Ich kenne mittlerweile so ziemlich seine Runen und alles, ja. Und ich kenne auch irgendwie die Teams, die er irgendwie spielt. Und es wundert mich, dass er so weit oben ist. Ich meine, er ist irgendwie eh nur so Anfang oder Mid-Season. Er ist halt irgendwie nicht so böse gemeint, ja, aber er gehört halt nicht in G3, ja. Das ist halt einfach so, ja. Er gehört halt nicht her, ja. Bei mir ist halt in G2 oder so ein Blödsinn. Aber wundert mich trotzdem, dass irgendwie so hoch kommt, ne? So, egal. Er hat, glaube ich, Dings irgendwie Eleanor, diese Light Polar Queen, also Light Tiana, hat er irgendwie, glaube ich, gezogen, aber. Ja. Okay, ziemlich viel Wasser gegen ziemlich viel Feuer. Juno, Word. Der Typ da. Jackson, glaube ich. Band Jackson. Jackson, glaube ich, boostet Attack Bar fürs ganze Team von ihm. Wenn irgendwie der Gegner irgendwie Attack Bar bekommt. Ich glaube irgendwie so ist er, aber ist eh wurscht, weil er ist eh gebannt. Genauso wie der Wassermonkey gebannt ist. Ja, aber trotzdem noch zwei Wasser-Damage-Dealer. Gegen halt Feuer-Units. Drei Feuer-Units und Nana. So, Barbara, Strip vielleicht. Kein Strip, ha? Huh? Okay, dafür jetzt gestrippt. Marsch auch schon dismounted. Ja, Jongpong. Jongpong kommt halt irgendwie zuerst, falls halt irgendwie strippen müsst, ne? Und schauen halt ihm als letztes. Ja. Finde ich die Marsche, kommt dann wieder zurück, ne? Bin mir nicht sicher, ob irgendwie der Marsche Kill, weil sie halt wieder auf den Mount halt zurückkommt und dann halt eben dismounted ist und wieder halt full HP hat, aber gut. Disperse dann vom Wasser-Ryu. Okay. Null down. Fokus auf Jungpung. Okay, da ist es eigentlich so. Das ur-easy Team halt irgendwie, ja? Was. Bei mir ist halt wirklich, ich schwöre bei Gott, ja? Natürlich verliere ich auch irgendwie normale Fights einfach, ja? Aber die meisten Fights, die ich verliere. Wegen Word. So, Chancelot, den kennen wir. Wo hat der gespielt? EU-Cup? Auf jeden Fall war ein SWC. Ich meine, ich glaube, er ist irgendwie noch dann im Loser Bracket oder irgendwie sowas, falls es irgendwie sowas gibt. Aber hey, schauen wir mal.
Okay, da ist die Eleonora, was ich vorher erzählt habe. Bin gespannt, was die irgendwie groß macht. Ich meine, ich weiß, was sie macht, aber wie sie halt dabei irgendwie funktioniert. Das Ding ist halt, sein. Er hat jetzt nur einen Speedlead und der andere auch. Er band. War das Speedlead oder das? Ich glaube trotzdem, dass die Sekhmet Turn 1 bekommt, ja. Der Wasserstriker ist auf die Spear, nicht irgendwie auf Swift oder sowas. Ja, alle fünf am besten. Okay, Feuer Ryu. Ja. Und Oliver. Das heißt halt, ja, Speedlead gegen Not Speedlead. Die Frage ist halt, ob er irgendwas damit machen kann. So. Sekhmet trotzdem first. Full Will, aber. Okay. Despair, Stun und ein Revenge auf der Juno. Ja, Sagar cuttet halt wahrscheinlich wegen Ragdoll und so gerade. Hat den Sean resettet. Also Eleonora und Sean gerade useless sind resettet. Sagar Despair Stunt. Despair Eleonora, huh? Okay. Das Ding ist halt, sein Team ist irgendwie so auch ein bisschen halt lucky angewiesen, ne? Weil Despair Ryu, Despair Eleonora. Weiß ich nicht, ob vielleicht noch der Jungpung auf Despair ist. Kein Plan, ob er irgendwie vorher geweihgeprockt hat. So, aber es ist irgendwie. Ja, nur das Ding ist halt, Juno willst halt irgendwie nicht stunnen. Ja, ist. Man. Ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie noch groß comebacken kann, ha? Huh? Nur Skills. Okay, zweiten Skill, aber ja, wieder auf Juno halt. Und. Okay, Speedbuff gestrippt. Juno halt immer noch zwei Debuffs. Hast du dritten Skill? Boostest du Jungpong? Ja. Hat halt kein Reset, also kein Reduce auf der Juno bekommen, ne? Weil Wind und. Ja. Na gut, aber. Striker Passive? Oh. Ein paar Lucky Crits von der Juno? Kein Passive Ready? Oh. Reicht, der crittet. Gott, urlucky, ha? Ums Arsch lecken. Wie es so schön heißt. So, werde irgendwas bekommen. Sky Surfer, Oliver, nice. Ein Gilly hat gestern. Wie heißt der? Harmwul, glaube ich. Der Dark Chompung hat er gestern bekommen. Hat aber trotzdem nichts geändert, dass wir einen Siege verloren haben, aber halb so wild. Elmo, ne? Na gut. So, wen haben wir jetzt? Ha? Irgend so einen da. Jetzt weiß das irgendwer. Diese ganzen Asiaten da, ja. Das ist eh alles dasselbe. Die haben irgendwie. Da ist ein Glücksspiel verboten, ja. Und deswegen haben die ja irgendwie so andere Summon Rates, oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber funktioniert das auch irgendwie bei den LD-Summons bei denen? Das würde ich gerne mal irgendwie. Wie läuft das da drüben? Ist das irgendwie so fix, dass du alle 300 LD-Scrolls nicht 5 bekommst, oder wie geht das ab bei denen? Weil das. Weiß ich nicht. Würde ich irgendwie. Ich habe keinen Plan, ich will auch irgendwie gerade nicht googeln oder so ein Scheiß, vielleicht weiß irgendwer so in die Richtung. Aber das würde ich voll unfair finden, da würde ich irgendwie voll sagen. Dass diese ganzen Japs und alles irgendwie Pech gehabt haben und dann irgendwie so an Turnieren und so gar nicht teilnehmen dürften. Weil das irgendwie voll unfair ist, aber. Ja. So, das Ding ist, er wird nicht Leo bannen, das weiß ich. Er hat da so ein Full YOLO Abellio. Mit null Speed. Das Ding ist halt, ja, Verdant Leo ist trotzdem OP. HP Lead. Ja. Scheiße, ich weiß nicht, ob das irgendwie gut geht, ob ich das heute schaffe, irgendwie durchzumachen.
Aber ich muss ja, weil sonst kann ich nicht schlafen. Das ist voll scheiße. So. Ja, wie gesagt, das ist ein YOLO-Abellio. So ein bisschen tankier, aber halt irgendwie voll damaging, wieso? Weiß ja nicht, ob irgendwie ist es, ob er immer noch auf Despair oder so ist, aber halt, ja, wie gesagt, null Speed und so und halt ziemlich viel Damage. Okay, bekommt eine Attack by Reduce auf das Segment. Was macht Tableau, ha? Okay. Ja. Das Ding ist halt mit der Shizuka, es ist ein bisschen kacke, ne? Ich weiß ja nicht, wer jetzt. Ist eigentlich wurscht, wer zuerst dran kommt. Kommt der Abellio vorher dran, ist irgendwie scheiße. Kommt die Shizuka vorher dran, ist scheiße, weil er dann Immunity hat. Kommt der Abellio dran und macht dritten Skill, dann. Ja, landet halt alles bei ihm. Okay, Shizuka kommt dran. Ja, das wird halt irgendwie nichts mit dem. Habe ich schon wieder Abellio gesagt? Belonius natürlich. Belonius. Werde ich nachher wieder geflamed, weil ich Belonius sag. Oder wie heißt er? Belenus. Ich weiß manchmal schon gar nicht mehr. Ja, ist ja gar nicht drangekommen. Halt, das war halt irgendwie. Irgendwie kacke halt einfach, ne? Diese Word-Leo-Scheiße. Vor allem Word, oder ohne Spaß, ja? Der wird ja. Das ist ja fast schon einer der. Naja, weiß ich nicht. Most gepicktesten Units oder so will ich nicht sagen, ja? Weil es wahrscheinlich nicht so ist, aber. Ja, es ist halt einfach. Es ist einfach viel zu stark, das. Aber, ja. Halb drei in der Früh. Eigentlich wirklich behindert, dass ich vorher meine Alpsis nicht recorded habe, aber ich wollte eigentlich gar nicht so viele machen. Es war nur wieder, weil ich sowieso keinen Bock habe. Dass ich dann irgendwann halt nicht drop halt einfach, weil ich halt keine mache. Oh, Tomoe-Dingens. Double Speed Lead Segment. Also er bekommt auf jeden Fall Turn 1, ha? Bei ihm ist halt nichts auf Swift irgendwie, bei Scribble. Ich meine, ich weiß, er spielt, glaube ich, irgendwie manchmal auch mit Ashir und Triton oder irgendwie so in die Richtung, aber. Ja, das bringt halt gerade nichts. Waterloo Monkey, ha? Band Oliver, Band Striker. Oh, 55% Resistance Lead. Na gut. Bin gespannt. So, dieses Tomoe-Dingens. Strippt jetzt, glaube ich, irgendwie mit dem zweiten Skill, ne? Karma und kriegt dann irgendwie 100% Attack Bar. Und ich glaube, im ersten Skill oder so. Stunt sie oder strippt auch. Keine Ahnung. Ich weiß von so vielen Units. Nicht, was sie machen, weil es einfach so scheißegal ist, ja. So, was macht Segment, ha? Reset Sean, Reset Chongpong. Reset Sean. So, Karma auf Chongpong, ha? Geht doch nicht. Okay, er hat gerade Tech-Leiste verringert, Dingens. Quad, was ein Quad dann? Bioprock von Sean. Oh, Powered, ja. MVP Wassermonkey. Dritten Skill. Marsha, jupp. Absolut kein Damage. Da wäre wirklich kein Damage, ha? Huh? Okay. Bioproc out of stun. Ja, sehr. Und stun den Chunkpunkt. Also, erstens Skill hat Stun. So, keine Bioprocs out of stun von ihm. Kriegt wieder ein Triple Stun mit dem Monkey. Ja, wenn er das gewinnt, dann wegen Monkey. Miles lebt immer noch. Okay. Ja, eindeutig MVP Monkey, kann man nichts sagen.
Schade, dass ich noch ein paar SWCs. Ich glaube, irgendwie erst nächsten Samstag oder so, glaube ich, geht es erst weiter. Halt scheiße, da muss ich, bin ich halt wieder hackeln. Das ist halt scheiße. Arbeiten, falls irgendwie das Wort hackeln in Deutschland nicht gibt, keine Ahnung, ja. So, Wasserstriker-Chungpung. Ich meine, überhaupt nichts dabei bei dem Team einfach, das er hat, ja. Und auch jetzt irgendwie Sean und Eleonora sind jetzt irgendwie nicht so übertrieben irgendwie, ja. Also, ich habe ja keinen Bock irgendwie zum Rerunen, ja. Ich meine, ich will auch erstens diese Kombos da nicht spielen, was ewig lang dauert. Und du kannst halt genauso, ja. Nur weil ich vielleicht dann irgendwie gegen kein Word oder so spiele, ja. Kannst trotzdem mal halt irgendwelche Resists haben, irgendwelche Bioprocs out of Stun und halt trotzdem deswegen verlieren, ja. So. Ich habe ja früher gespielt irgendwie so Okeanos halt, ja. Mal auf Swift, mal auf Vi oder irgendwas, ja. Und selbst wie ich ihn damals halt irgendwie auf Swift, wie ihn halt jeder irgendwie so auf Swift Turn 1 gespielt hat, ja, hat halt sein Reset verkackt und deswegen hast du halt irgendwie so verloren, ne? So, Hegen gebannt, ja, Speedlead auf der anderen Seite, Speedlead auf der anderen Seite war ja besseres Speedlead und Segment sowieso. Okay, er hat hier Tomoe oder wie das Ding heißt auch. So, Reset the Chongpong hat er bekommen. Okay, nice Damage. Ja, Chongpong wird es halt nicht mehr lange machen. Was macht das Tomoe-Vieh? Karma auf Oliver. Strip Karma auf Oliver ist gut. Und Full Attack Bar dann halt wieder. Ja, nice Bioproc. Macht er weiter Damage oder 6,6k am letzten? Tja, Oliver hat gerade nicht gekillt. Das war halt greedy, ne? Ich hab eh, weiß ich nicht. Da hätte irgendwie Dominik vielleicht Jump-Punkt finishen sollen. So, Tomoe-Vieh. Kam auf irgendwas, ne? Zweiten Skill, ne? Hat er den nicht? Hat er nicht gerade mit Eleonora dritten Skill auf das Tomoe-Vieh gemacht? Schon, oder? Da habe ich irgendwas auf den Augen. Ich, nee. Ja, schade halt, ne? Das Ding ist halt, ich habe da kein Dings, kein Button zum Zurückspringen, ne? So wie auf YouTube halt. Und auch keine zum Vorspringen. Wir müssen uns halt da die Scheiße anschauen. Es ist halt schade irgendwie. Es ist halt irgendwie, er ist glaube ich irgendwie so einer der wenigen, die da halt Spectator Mode halt anmachen. Und ich will halt irgendwie, wie gesagt, ich will halt, je höher die Leute halt, desto eher schaue ich da halt zu, ja. Ich will halt nicht den Conqueror oder Fighter-Typen halt irgendwie zuschauen. So. Nachdem wir da eh gerade irgendwie weiterfahren. Ich habe urviel, ich habe in den letzten, ich meine, ich habe da gestern oder so diese ganzen Sommerpacks oder was da war irgendwie gekauft. Ich war irgendwie knapp schon wieder bei, was waren es irgendwie so 33, 34.000 Crystals oder so. Vor ein paar Wochen hatte ich über 60.000 Crystals. Ich meine, siehe Mana, ja, Mana ist immer so das Einzige und aber runenmäßig irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür ich irgendwie fahre. Durchschnittliche Bildschirmlaufzeit irgendwie laut iPhone Dingens 15 Stunden am Tag. Also, ja, ich habe irgendwie so 15 Stunden am Tag gefarmt. Na gut, eher wahrscheinlich so 14, aber ja. So, was haben wir da Schönes? Sierra Segment App, ne? Der macht halt, ja. Chloe. Nur wegen dem Speedlead. Das ist ein bisschen fail. Eleonora gebannt. Das Ding ist halt trotzdem, die Effner wird Turn 1 bekommen. Keine Ahnung, wie schnell irgendwie die Chloe ist. Ich meine, they kind of fail, Chloe, aber er braucht halt irgendwie, er hat halt einen zweiten Speedlead gebraucht.
So. F noch first. Chongpong oder Wassermann Key? Vielleicht schon. Okay, auf Chongpong. Kriegt halt den Stun, kann halt nicht strippen. Eine Vio Chloe. Ich meine, Singles. Naja, gut, kann halt nicht strippen, ist gut. Sag das mal dem Wasserstriker. Full Strip bis auf Ciara. Double Stun, keine Marsha. Wird vielleicht Chongpong finishen. Tut sie. Dritter Skill von Sean war, finde ich, gerade ein bisschen wasted, ha? So, Effner lebt halt immer noch. Hat versucht, die Ciara zum Stunnen. Okay, schafft sogar die Effner zu killen mit dem Wasser-Ryu, trotz Non-Crit. Ciara-Bombe auch resisted, nice. Monkey, zweiter Skill. Chloe gestunt. Sean lebt immer noch. Naja, das Ding ist halt. Ciara ist halt schon zur Hälfte down. Ich würde jetzt irgendwie dritten Skill auf Chloe machen, ha? Okay, kann man machen, wenn man Vio Prop kriegt. Dismounted die Marsha. Hast du irgendwie zweiten Skill? Nee. Ja, er muss halt die Ciara killen, ne? Dann gewinnt das eh. So, hat Chloe Heal. Ah, natürlich. Okay, nur eins dann. Oh, Bioproc. Aber kein Detonate, ne? Und ich glaube, Monkey. Hast du dritten Skill? Hat er. Okay, finish die. Into Bioproc wieder. Was ein Champion, der. Und du prockst auch schon wieder raus, aber es ist egal. Double Stun. Und wieder dritten Skill. Ich schwöre, der Wassermonkey ist echt underrated irgendwie so, ja? Also ich finde ihn echt. Das ist echt eine coole und starke Unit. Und das Ding ist halt, ich habe halt einen Guardian-Skin für ihn, der halt mega nice ausschaut. Muss ich ihn zeigen? Schon, oder? Dauert eh ein bisschen. Wo ist der scheiß Monkey? Da ist er. Pass auf. Monkey. Bam, schau ihn an, ey. Schaut halt nicht auf die Runen, weil. Ne? Das ist einfach fad. Du kannst ihn halt nicht mehr irgendwie im Siege oder was usen, ja? Weil es einfach nicht geht, ja? Es geht einfach nicht. Es ist halt leider seit, weiß ich nicht, leider, seit 5 Seasons oder so dieselbe Kacke immer noch. So, genau. Oh, Barcode-Typ. G-Free gegen G-Free. Irgendwie immer dieselbe Kacke, ja. Das Ding ist echt, ich hätte alle diese Units, ja. Okay, Shizuka nicht, ja, aber. Nur dass das Ding, ich. Erstens habe ich halt keinen Bock drauf. Ja, das ist halt wirklich das Hauptding. Zweitens will ich auch nicht rerunen, ja, weil ich hasse rerunen, ja. Ich hasse runen irgendwie sowieso, ja. Und ich mag auch einfach diesen Spielstil nicht, ja. Ich will halt einfach halt da boom, boom, boom machen, ja. Ich will irgendwie fette Zahlen sehen. Ich will dich one-shotten. Ich will dich outspeeden. Ich will dich einfach nur zerstören, ja. Aber es ist halt relativ. Ja, es ist halt halbwegs einfach zum Countern, ja. Allein schon halt mit Word. Und jeder hat einfach ein Word, ja. Auch wenn du ihn sonst irgendwie nicht pickst, ja, hat trotzdem jeder ein Word halt gebaut, ja. Und 6 Revenge-Runen kann auch irgendwie jeder hergeben, also. So, aber egal. Marsha fängt halt mit einem Bioproc an, genauso wie Shizuka. Und bekommt halt auch einen Strip. Ziemlich lucky, ja. Und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Ziemlich unnötig, aber bitte.
Okay. Und so fängt halt seine Combo an, ne? Okay, die Eleanor bekommt halt ja fast schon extra Turn, wenn sie zweiten Skill macht. Und weil irgendwie alle Debuffs oder fast alle Debuffs landet. Okay, hat er natürlich den Jonkbong resettet, der zweiten Skill gemacht. Hat auch den ein oder anderen Defense Break gelandet. Na gibt es. Ja, nice CC, ist halt wirklich. Nice CC. 4 Punkte bekommt er nur für den, obwohl er irgendwie auch irgendwie G3 ist, ne? Das Punktesystem ist auch einfach zum Scheißen. Bisschen Fahrt gerade, ha? Warte auf den Kampf. Ich muss irgendwas essen, ey. Ich will. Ich also immer so scheiße, wenn ich im Dings im Urlaub bin. Ich bin nach 3 Tagen Tag-Nacht verkehrt, ja. Wotzi kennt sich auch nicht aus. Heute bin ich aufgestanden um 4 am Nachmittag. So, was ist da, ey? Find mal keine Opfer, ha? Spielt keiner. Ich kann auch nicht spielen, weil ich habe keine Wings mehr. Ehrlich. Klingt einen anderen gerade. Achso, er hat aufgehört, glaube ich. Ich meine, ich weiß, er hat irgendwie so davor schon. Kann sein, dass irgendwie seine letzten Wings oder so waren. Was spielst denn du? Lima, ha? Ach so, das wollte ich eigentlich. Ah ne, da. Das sind wir wieder, ha? Okay, geht sogar was. Man, ich weiß, allzu viele Wings oder was wir da nicht mehr haben. Weil wie ich meine Wings vorher gemacht habe, hat er auch schon irgendwie gespielt. Ich bin halt doppelt so schnell fertig, halt, ja, wie ich sag mal, normale Leute einfach, weil. Ja. So, wieder urviel Fire Units, ha? Ich hätte echt so gerne, dass sie diesen scheiß Word irgendwie deleten oder nerfen oder irgendwie so. Nicht im PvE, aber halt einfach PvP-mäßig. Ich würde echt so einfach safe G1, G2 jede Season haben. Das glaube ich wirklich, dass ich das jede Season haben würde, wenn nicht irgendwie noch eine 80er Units rauskommt, ja. Ich will gar nicht irgendwie. G3, glaube ich, ist gar nicht so möglich, halt möglich, keine Ahnung. Möglich, sag ich mal, wäre viel, ja, wenn halt nicht gewisse Units da wären und irgendwie sowas dann noch wie Accuracy und Resistance Blödsinn, halt, aber ist mir eh nichts wichtig oder irgendwas. Ja, ich will einfach chillig irgendwie G1, G2, ohne viel, ich sag ich mal, anstrengen zu müssen. Oberon, ja. Na gut. Und es wäre relativ chillig, wenn da halt eben nicht Word wäre, ne? Word, ich verliere echt so viel wegen scheiß Words. So. Mal schauen. Okay. Kein Strip auf die Riley. Das Ding ist halt. Oberon zu langsam. One-shottet halt wahrscheinlich den Fire Ryu jetzt. Nein. Tja, das Problem ist halt, wenn du halt nichts killst, kriegst du halt keine Invincibility. Ja, das hätte ich irgendwie nicht gemacht. Meine hat halt zwei Wasser-Units noch. Aber. Okay. Du dismountest, nein.
Mal gut, heißt halt. Oh mein Gott, der Revenge crittet immer. Aha, crittet schon wieder. Ich hätte aber den Jumppunkt gekillt. Und ich hätte dann mit Riley die Barbara dismounted. Ich hätte das irgendwie schon ein bisschen früher gemacht, irgendwie, aber okay. Vampire Nemesis. Habe ich auch gebaut, so würde ich. Ja. Mach's gut, Chongpong. Mach's gut, Barbara. Naja, ich muss halt heilen. Wasserstriker versus Riley. Interessant, ha? Na, nicht wirklich, aber. Ja, kann mir nicht vorstellen, dass der Wasserstriker da irgendwie gewinnt. Wobei andererseits outspeedet er so oft, dass er immer Passive Ready hat. Dann hat die gute Riley irgendwie ein Problem. Wenn er da irgendwie zweimal immer drankommt. Bevor die Riley drankommt. Ja, voll, ha? Huh? Okay, Vioprog. Vioprog, die einzige Chance, wie irgendwie Damage macht. Aber auch nur, wenn er da vorhin bis Passive gepoppt hat. Also er muss attacken, dann hoffen auf einen Vioproc, ja? Okay, wird das irgendwie ein Draw, ha? Huh? Wir haben da noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie viel wir gerade haben. Wie viel Attack Increase? Okay, 40%. Ich glaube, bis 80% geht's, ne? Und danach ist irgendwie, oder 90% sogar. Nein, ich glaube irgendwie nur 80% und danach ist irgendwie ein Draw. Oder schafft der Wasserstriker so oft irgendwie hintereinander zum Disperse, dann, dass die Riley nicht drankommt. Weil die Riley braucht sicher noch irgendwie zwei Hits auf jeden Fall, um zu killen. Ja. Ja, das Ding ist halt, du kannst gar nicht irgendwie auch, also du kannst gar nicht irgendwie mal nicht heilen. Ne, und mal irgendwie Damage machen und hoffen, dass du halt irgendwie einen Vioproc kriegst. Jetzt vielleicht, ha? Huh? Hat halt wieder Passive Ready und ja, er muss sich halt heilen, ne? Das ist halt. Na gut, ich glaub, dass das der Wasserstriker das trotzdem früher oder später gewinnt. Weil. Ja, Wasserstrike ist relativ egal, ob er HP verliert oder nicht, ne? Also halt Max HP. Ja, der eh das Passive. Disperse dann wäre gerade gut gewesen. Okay, ich glaube, das könnte jetzt sein, Maha. Okay, ja. Na, boom. Ja. Okay, in der Zeit, was aber der macht hier? 10 Dungeon Runs oder was? Ist noch irgendwas anderes? Wer ist er, ha? C3 Police, was spielst du? Sie ist scheiß drauf. Ich habe da einen Typen in den Favoriten. Da könnt ihr sehen, welch. Oh mein Gott, die scheiß Silver. Hier meine ganzen Fanboys. Er ist auch cool irgendwie. Er irgendwie auch so Wounds und alles. Aber er spielt ein bisschen anders irgendwie halt als ich, weil er Overpowered Units hat. Trinity, gebuffte Trinity. Jesus. 4 Eldeanid Fives. Und trotzdem verliert er, ha? Warum? Bansek.
Neftis. Okay. Ragnarok, wie viel Damage? Ist ungefähr 6k halt am Dingens und der macht absolut keinen Schaden. Ja, es ist schon wirklich wenig, ja. Andererseits, jein. Ich meine, halt kein Defense Break, ja, und muss halt nochmal irgendwie, ich sage jetzt mal einfach zu der Nana, zu den 9000. Muss halt irgendwie nochmal irgendwie 6000 dazu rechnen. 15k, das ist eh nicht so wenig. So, und ja. Okay, jetzt wissen wir, warum er verloren hat. Weil er zu wenig Schaden gemacht hat. Ist halt so. Das ist halt ein Problem, sonst so zu Cleaves halt, ne? Du musst halt outspeeden und du musst genug Schaden machen. Naja, Lucian ist halt auch nice, ne? Den gewinnt er halt. Bannt er da irgendwie Lucian? Ja, Bannt er Lucian. Bannt Tian Leng würde ich auch machen, eh klar. So. Okay. Der Turn hat er nicht verkackt. Jetzt ist halt Trinity sein einziger Damage-Dealer, ne? Hör auf zum Weihpocken, scheiß Vieh. Trinity macht halt, ja, ich glaube 15% irgendwie von Max-HP-Dingens, ne? Deswegen da relativ low, aber. Da kommt jetzt runter das Ragnarok-Schwert. Es ist trotzdem. Mit Defense Break, es ist trotzdem urwenig, ja. Ja, was soll man sagen zu der Unit, ja? Das Schlimme ist halt einfach, ich weiß nicht, was die irgendwie, woran es irgendwie liegt gerade, ob es irgendwie daran liegt, dass die scheiß Base-Stats hat, oder ob es daran liegt, weil einfach die Multiplier von ihr scheiße sind. Du bist Trinity, nein, du bist nicht Trinity. Na gut, 600, 660 Attack, das ist ja eine Frechheit einfach, ja. Auch dass die wieder ein HP-Type-Monster ist, dass die 600 genauso viele Attack hat wie Defense und 101 Speed, das ist einfach Arsch, ja. Aber gut, ich wollte eigentlich einen anderen zeigen. Nicht den da. Aber ich glaube, das lass mal wieder, wenn du so low bist. Der spielt nämlich immer noch hier Japanese Cleave, glaube ich. Hat man das irgendwie getauft, aber. Habe ich ja nämlich früher auch gespielt, aber. Ja, ja kein Plan, ja. Schauen wir noch fix. Schauen wir noch fix, was abgeht. Okay, los geht ab. Ja, was ist das irgendwie scheiß drauf? Ich brauche irgendwas zum Essen. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen komisches Video, ganz ehrlich, aber. Ja. Das Ding ist halt, ich würde das sehr gerne. Irgendwie öfter Leute irgendwie spectaten und alles, aber es ist halt relativ schwer, ne? Aber scheißegal. Ja, ich hoffe, es hat irgendwie trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wobei, andererseits. Zumindest ich denke, ich. Nein, nicht nach Monster. Da, das war wirklich. Ich war wirklich Guardian, ja? Also, ich. Das war auch wieder so ein. Achso, den haben wir eben. Den habe ich eh gezeigt, gell? Das war der. Der Valant, ja, da haben wir, glaube ich, angefangen oder irgendwie so, oder? Weil der Valantis da resistet hat. Scheiß Lacker. Irgendeiner war wohl cool, aber ich weiß nicht mehr welcher. Keine Ahnung. Ich sehe wurscht. Ja, na scheiß drauf, ich geh jetzt irgendwas essen. Ja.